Die folgenden beiden Clips, die ich euch gleich zeigen werde, habe ich für die Thalia 20 Sekunden Buchaktion gedreht. Eine Aktion, wo man in 20 Sekunden ohne große Inhalte zu spoilern sein Lieblingsbuch erzählen soll. Ich habe dazu zwei Videos gemacht, die ihr euch gleich angucken könnt, und euch die Website für diese Aktion in die Infobox gepackt. Ihr könnt darauf gehen und raten und man kann sogar was gewinnen, wenn man genug rät, das wird dann irgendwie ausgelöst. Und ja, bevor ich jetzt lange drum herum rede, zeige ich euch die beiden Clips. Und los geht's! Das Buch handelt von dem siebten Sohn eines siebten Sohnes. Eigentlich ist dieser bei seiner Geburt verstorben, aber 10 Jahre später kommen plötzlich Ereignisse in Gang, die daran zweifeln lassen. Ein wildes Abenteuer quer durch die Müllrutsche der Burg, die Marramarschen und Port beginnt. Wobei man sich fragen kann, was eigentlich Junge 412 damit zu tun hat, der plötzlich mit in diese Ereignisse gezogen wird. Ein typisches Greenhorn macht sich mit vielen anderen seiner Art auf in den wilden Westen, wo es eine neue Eisenbahnlinie ausmessen soll. Dabei kommt es sowohl zu Konflikten untereinander als auch mit dem Indianerstamm, dem das Land gehört, auf dem diese neue Eisenbahnlinie stehen soll. Der Protagonist wird von ihnen verschleppt und muss sich einem Kampf auf Leben und Tod stellen, um dem Tod am Marterpfahl zu entkommen. Na, habt ihr es rausgefunden? Ich hoffe, ich habe es nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer gemacht. Ich bin neugierig. Ob ihr es rausgekriegt habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, da wie immer letztes Video, nächstes Video. Silplastogas hat mir beim Drehen geholfen, auf seinen Kanal kommt ihr dort, mein Kanal ist hier und unter mir könnt ihr mich abonnieren. Ich würde euch ja jetzt die Bücher in die Infobox packen, aber irgendwie wären das Spoiler, deswegen verzichte ich darauf. Aber in der Infobox findet ihr trotzdem Links zu meiner Facebook- und meiner Instagram-Seite. Und damit verabschiede ich mich mit diesem kurzen Video, wünsche euch einen schönen Resttag und tschüss!